Dennis Wucherer, Derby Reloaded, wie gut ist das, dass man innerhalb von einer Woche schon wieder gegen Bamberg ran kann? Bin mir immer noch nicht sicher, ob das alles gut ist oder nicht so günstig, die Tatsache, dass wir da zweimal direkt gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft antreten müssen, denn irgendwann muss ja auch der erste Sieg dann her. Und in der Vergangenheit hat man eben gesehen, dass es in Bamberg eher unmöglich war. Wir sehen es eher so, dass es schwierig wird. Ja? Und wir uns aber hoffentlich trotzdem eine Chance erarbeiten werden und vielleicht mit dem erfolgreicheren Ende als noch letzte Woche. Da war es ja sehr knapp, nur 4 Punkte am Ende der Unterschied. Was kann man mitnehmen aus dem ersten Derby? Ich glaube, die Qualität war in dem Spiel schon sehr, sehr hoch. Wir haben vieles richtig gemacht. Die Intensität war da. Wir haben uns viele freie Würfe erarbeitet und hatten ja auch durchaus die Chance, da am Schluss das Ding noch zu biegen und zu gewinnen. Insofern nehmen wir das mit, wissen aber auch, dass wir genug Fehler gemacht haben, um das Spiel eben auch zu verlieren. Und das sollten wir in Bamberg dann teilweise ein bisschen besser machen. Es wäre eine Möglichkeit, ein kleines Kapitel Vereinsgeschichte zu schreiben, denn in Freak City, in der Halle dort, hat Würzburg noch nie gewonnen. Dann wird es Zeit. Hoffen wir, das klappt. Danke.